bei der illegalen Migration, bei der Sicherheit, beim Erhalt unserer Kultur, da gibt es eine rote Linie und diese rote Linie definieren wir, liebe Freunde, und sonst niemand. Es ist unsere Heimat, es bleibt unsere Heimat und es soll auch unsere Heimat für unsere nächsten Generationen sein. Wir waren schon in Tirol erfolgreich. Wir werden erfolgreich sein gegen alle Unkenrufe, dagegen diese Beinschabs, die noch auf freiem Fuß sind. Wir werden erfolgreich sein am 9. Oktober und dann beim zweiten Wahlgang. Und wir werden in die Bundesregierung einziehen. Und jawohl, liebe Freunde, wir werden es alle neu erleben, dass es einen freiheitlichen Bundeskanzler gibt in dieser Republik. Warum stehen wir denn vor einer wirtschaftlichen Krise, dessen Ausmaß wir noch überhaupt nicht einschätzen können? Energiekosten, Grundnahrungsmittel, Tanken für die ganzen Pendler. Mir kommt vor, diese grünen Kommunisten, diese Ökodiktatur, die möchte in Wirklichkeit haben, dass wir alle arbeitslos sind. Weil wenn wir arbeitslos sind, braucht man nicht das Auto mit dem teuren Sprit, damit wir in die Arbeit fahren können. Ich glaube, so stellen sie die grüne Umweltpolitik vor. Da sage ich klar Nein. Wir stoßen auf den Walter an, weil er es einfach besser kann. Und rufen, wir sind noch nicht aus, noch nicht aus. Und rufen Richtung VDP, die wollen wir weniger denn je. Liebe Freunde, Prost, Prost. Kompromisslos für Österreich. Am 9. Oktober Dr. Walter Rosenkranz.